Ich habe Ihnen jetzt drei Beispiele mitgebracht, anhand derer Sie diese dynamische Problemlösestrategie üben dürfen. Sie können direkt in diese Übungsphase einsteigen. Wer möchte, kann aber direkt oder nach den ersten eigenen Überlegungen das zweite Beispiel mit mir gemeinsam noch durchgehen. In der Aufgabe haben wir zwei parallele Geraden G und H vorgegeben sowie einen Punkt P. Unsere Aufgabe ist es nun, zwei weitere Punkte Q und R so zu konstruieren, dass die Punkte P, Q und R ein gleichseitiges Dreieck bilden und der Punkt Q auf der Geraden G, der Punkt R auf der Geraden H liegt. In der Orientierungsphase halten wir die Bedingungen, die im Konstruktionsproblem vorgegeben sind, zunächst einmal übersichtlich fest. Gesucht ist ein Dreieck PQR, das gleichseitig ist. Das bedeutet, die Strecke PQ, QR und RP soll jeweils gleich lang sein. Der eine Eckpunkt P ist bereits vorgegeben und vom Eckpunkt Q wissen wir, dass er auf der Geraden G liegen soll. Der Eckpunkt R soll auf der Geraden H liegen. Für die Erkundungsphase lassen wir jetzt eine der Bedingungen einmal fallen. Wir ignorieren also die Tatsache, dass der Punkt R auf der Geraden H liegt. In der Erkundungsphase konstruieren wir dann zunächst einmal ein Dreieck, das nur die ersten drei Bedingungen erfüllt. Das ist wieder wesentlich einfacher, als wenn wir gleich alle vier Bedingungen erfüllen müssten. Wir müssen also ein gleichseitiges Dreieck konstruieren, dessen einer Eckpunkt P uns bereits bekannt ist. Der zweite Eckpunkt Q muss auf der Geraden G liegen. Diesen darf ich frei wählen. Zu einer damit vorgegebenen Strecke PQ lässt sich sofort ein gleichseitiges Dreieck konstruieren. Überlegen Sie einmal kurz selber oder noch besser, führen Sie die Konstruktion einmal selber mit GeoGebra durch und erzeugen sich damit auch direkt eine Datei, in der Sie dann experimentell die Ortslinie von R bestimmen können. Die Konstruktion dieses gleichseitigen Dreiecks ist tatsächlich relativ einfach. Dazu zeichnen Sie einmal um den Punkt P und einmal um den Punkt Q jeweils einen Kreis mit Radius PQ. Diese beiden Kreise schneiden sich in zwei Punkten und beide Schnittpunkte spannen zusammen mit den Punkten PQ ein gleichseitiges Dreieck auf. Nun bewegen wir den Punkt Q auf der Geraden G und beobachten, wie sich jeweils der Punkt R verhält. Auch hier lohnt es sich wieder, die Spurfunktion einzuschalten und die Ortslinie des Punktes R experimentell bestimmen zu lassen. Der Schnittpunkt dieser Ortslinie zusammen mit der Geraden H liefert jetzt den gesuchten Punkt R. Dieser Schnittpunkt erfüllt nämlich zwei Bedingungen. Einerseits wird dieser Punkt sicher zusammen mit den Punkten P und Q ein gleichseitiges Dreieck bilden. Andererseits ist damit auch die vierte Bedingung, nämlich dass R auf der Geraden H liegt, erfüllt. Nun stellt sich wieder die Frage, ob wir die Lage dieser Ortslinie auch im Vorfeld ohne die Hilfe von GeoGebra hätten erahnen können. Und das dürfen Sie sich einmal kurz selber wieder überlegen. Die Ortslinie, auf der sich R bewegt, ist eine Gerade. Dass dem so ist, kann ich mir leicht klar machen, wenn ich mir überlege, wie der Punkt R aus dem Punkt Q hervorgeht. Wir wissen, P, Q und R spannen ein gleichseitiges Dreieck auf. Damit sind alle Innenwinkel 60 Grad, insbesondere auch der Winkel beim Punkt P, und zwar egal, welchen Punkt Q ich wähle, und gleichzeitig ist die Strecke PQ und PR immer gleich lang. Damit geht der Punkt R aus dem Punkt Q durch eine Drehung am Zentrum P um 60 Grad hervor. Wenn ich also alle Punkte Q auf der Geraden G um 60 Grad am Punkt P drehe, erhalte ich die Ortslinie von R. Und da es sich bei der Drehung um eine Kongruenzabbildung handelt, erhalten wir hier wieder eine Gerade. In der Konstruktionsphase geht es jetzt darum, in einem ersten Schritt die Ortslinie von R zu bestimmen.
Da ich nun weiß, dass es sich um eine Gerade handelt, reicht es aus, einfach zwei Punkte auf dieser Geraden zu konstruieren. Wenn ich diese mit einer Geraden verbinde, erhalte ich nämlich gerade meine Lösung. Ich gehe daher genauso vor wie in meiner Erkundungsphase und konstruiere zu einem beliebigen Punkt Q ein gleichseitiges Dreieck und erhalte einen Punkt R auf meiner gesuchten Ortslinie und mache Gleiches noch für einen zweiten beliebigen Punkt Q auf der Geraden G. Die beiden erhaltenen Eckpunkte R verbinde ich mit einer Geraden. Diese Gerade schneidet die vorgegebene Gerade H in einem Punkt und das ist meine gesuchte Lösung für R. Damit erhalte ich dann ein Dreieck, das alle gewünschten Eigenschaften erfüllt. Es ist gleichseitig. Ein Eckpunkt ist der Punkt P und die anderen beiden Eckpunkte liegen auf den Geraden G und H. Damit haben wir nun noch ein zweites Problem gemeinsam gelöst. Jetzt sind Sie an der Reihe und dürfen diese Strategie, wie angekündigt, an den weiteren zwei Beispielen anwenden.